Die Personenschutzprüfung soll nachweisen, dass der Mitarbeiter vor der Sicherheitswerkbank vor gefährlichen Stoffen aus der Sicherheitswerkbank geschützt ist. Berner Sicherheitswerkbänke wurden in der Entwicklungsphase mittels eines mikrobiologischen Verfahrens geprüft und für sicher befunden. In der Praxis wird der Personenschutz durch den KI-Diskus-Test nachgewiesen. Dabei handelt es sich um ein chemisches Verfahren, welches die mikrobiologischen Vorgänge nachstellt. 4 Luftprobennehmer in definierter Entfernung zur Arbeitsöffnung der Sicherheitswerkbank sammeln Kaliumjodid-Aerosole, welche entgegen der nach innen gerichteten Luftströmung die Sicherheitswerkbank verlassen. Diese Aerosole werden im Arbeitsraum von einem Generator erzeugt. Jeder Probennehmer ist mit einem Membranfilter bestückt. Auf diesem schlagen sich die Aerosole nieder. Später wird die Anzahl der Aerosole ausgezählt. Sind alle Membranfilter an Ort und Stelle, wird die Prüfung gestartet. Beim Aerosolgenerator handelt es sich um eine sehr schnell rotierende Scheibe, welche das Kaliumjodid in der Werkbank vernebelt. Die dem Generator zugeführte Menge Kaliumjodid wird sehr genau dosiert. Den Luftprobennehmern wird zur Auswertung die Membran entnommen. Die Kaliumjodid-Aerosole sind noch nicht sichtbar. Dazu müssen diese in eine chemische Flüssigkeit gelegt werden. Durch einen Entwicklungsprozess werden die Aerosole auf der Membran sichtbar. Die entwickelten Membranen werden dem Protokoll als Nachweis hinzugefügt. Dieser sehr aufwendige, aber auch entscheidende Test erfordert sehr gut geschultes Personal, mikrobiologische und chemische Kenntnisse und viel Erfahrung bei der Auswertung der Ergebnisse. Das können nur Profis.